Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 8. März in München, der 11. Graffiti-Report. Wir hatten gerade einen Nockerberg in München, Politiker der Blecke. Sehr provinziell, wie immer hier in München, in unserer Provinzhauptstadt der Subkultur. Da gibt es nämlich gar keine. Der Fachkräftemangel erreicht mittlerweile auch den Kunstbetrieb, nicht nur den Politikbetrieb. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir jetzt auch mal eine Starkbier-Edition, gell? Mal so ein Böckerl und mal schauen. Und jetzt gehen wir mal entlang und machen mal wieder auf vielfachen Wunsch Bildbesprechung. Also alle, die besprochen werden, nimmt es sportlich und seid mir nicht böse. Also auf geht's, oder? Fangen wir an. Ja, immer noch diese Tiersteher. Diese Tiersteher hier. Diese Türsteher, genau, der Türsteher von Jupinesien, Türsteher von Jupinesien, jetzt hat er immer noch keine Schweinshaxe in der Hand, jetzt hat er Doppelsportauspuffkeule, entschuldigen, ja, mei, geschlampert, ja, man übt halt auch. Das finde ich eigentlich ganz geil vom Grafischen, aber hier wird gleich weiter eingeheizt, das Geld in der Weltraumfahrt. Ein Zitat an die ganzen reichen Internetmillionäre, die meinen, sie müssen jetzt was für die Umwelt tun, indem sie in den Weltraum fliegen. Hater, wäre egal auf einer S-Bahn. Mein Chrom ist halt immer ein bisschen eintönig, muss man gestochen scharfe Outlines machen. Der Sack hat deswegen meine Sympathie, weil er macht alles mit Fatcap und ohne Karten. Erdogan, du Hurensohn. Hey, Erdogan, du Zuhältersohn, ja? Weil du bist ja auf die Macht des Stärkeren, also eher Zuhälter als Nutte. Weiter geht's. Ja. Jeder hat mal angefangen. Es herrscht ein Kunstwille. Weil wenigstens schön komponiert, Farben, aber der Style, ja. Ui, was ist das? Ja, was ist denn das? Grafisch, farblich ganz gut. Oh, Leute, lasst eure Dosen nicht liegen. Dann ficken euch die Kinder nicht rein. Wenn hier die Kids des Abenteuerspielplatzes hier Dosen entdecken, meinen sie müssen irgendwie das Werk mitgestalten. Wie würdest du das nennen? Schlachtplatte, Laborfleisch oder so? Aber schaut gut aus. Also schade, dass es schon wieder kaputt gemacht ist. Ah, fuck, Crosser, echt. Da habe ich es gleich weitergemacht. Lasst eure Dosen nicht liegen. Na, Brust, was ist denn das eigentlich? Ja, Silber. Ja, Farben sind teuer und Chrom funktioniert halt. Aber ist halt wie die ganze Investorenarchitektur Chrom. Stahl, Glas. Als junger Künstler kommentiert man halt auch die Zeit, bewusst oder unbewusst. Das ist jetzt aber schon, ja, das ist hier zum Üben super. Aber wieder Lautbläser-Outlines, die sind hier an der Wand wohl irgendwie total in, ja. Und jetzt Sumpfing beim Moosing. Ja, Farben sind teuer, ausgewürfelt. Okay. Bildzeit Ikonoklast. Kommt der Leon mal nach München? Ein alter, uralt Münchner, Oldschool, international. Macht hier ein kleines Bild. Die sehen nichts, gell? Also irgendwie Handy vorm Kopf, Brett vorm Kopf. Sogar der Spotter hat reingezogen, den ich aber. Der, von dem ich finde, sehr sympathisch, was er immer macht. Man kann Chrom auch schöner machen, ja, geht. Ja, sehr gut. Und hier geht's schon wieder los. Die Humpen-Area, diese Wand hier ab jetzt ist in einem, diese 40,5 Meter sind wirklich in einem katastrophalen baulichen Zustand, ist erbärmlich. Wie soll da Bild gut aussehen? Scheiße. Der Herr Hahn, dem dieses Gelände gehört, bitte schreibt doch mal einen Antrag bei dem Streetart-Budget, was wir jetzt gerade haben. Ich habe mal nachgerechnet, das dürfte ungefähr 2.600 Euro kosten. Das ist 40,5 Meter mal 3 Meter, 20 Euro, 30 Euro für Quadratmeter, kriegen wir wohl diese LKW-Platte zusammen. Ja, das war letztes Mal schon da. Da sieht man, wie wenig passiert in der Stadt. Was ist eigentlich da unten los mittlerweile? Hey, SNC. 2010, stimmt nicht, 2007. Dübel, Dübel, Dübel. Ja, hier wird halt getestet.
Wie findest du hier? Die Wand ist doch scheiße, oder? Die sollte mal zu Ende gemacht werden. Ah, SNC 2007, hier wird er schon nachgemacht. Der ist überhaupt nicht amused deswegen. Weil es illegal gemacht wird, egal. Ja, immer noch Glory Hole, Löcher wie überall, aber zum Thema Glory Hole, auch allein im Swingerclub bist du nur ein Wichser, ja? Wisst ihr, was ein Glory Hole ist? Ja, also. Da, ja, das wird es eh gleich übermalt. Ja, wenn die Wand so in einem bärmlichen Zustand ist, dann ist natürlich klar, dass ja auch nicht viel Gutes passiert. Jeder will halt hier üben dann. Du, das Bier ist gar nicht schlecht, so hätte ich noch mehr gebraucht. Und der Stadtrat München hat ja jetzt beschlossen, vor 3 Wochen ist dann leider nur der Beschluss gefasst worden, zur Umsetzung, was ist denn das? Imperator. Imperator. Ja, das ist ja ein Söderweizen sozusagen. Der hat beschlossen, dass es jetzt mehr legale Flächen für Graffiti geben soll. Ja? Ja, vielleicht geben die Stadtwerke mal ein paar Wände frei und so, wo dann jeder auch drauf malen kann, weil das ist ja eine der wenigen Wände, wo jeder drauf, also eigentlich die einzigste, wo jeder drauf malen kann und die trampeln sich alle auf die Füße, da werden einfach Talente und alles verschleudert. Der Wille ist ja da, jetzt scheitert es nur noch an der Umsetzung. Alle Fraktionen haben es beschlossen, ich bin ja gespannt. Gut, bis dahin, ich liebe ja Graffiti, aber das ist halt schon erbärmlich, wie damit umgegangen wird. Da bleiben aber nur noch die Züge übrig und die sind auch kacke, die Plastikbahnen. Ja, dann würde ich sagen, weitermachen, lass dich nicht unterkriegen. An alle, die es ernst meinen und schönes Graffiti machen, weitermachen. Und ein schöner Tag in der Welthauptstadt der leerstehenden Büropaläste. One take außer Atem. Die Wand ist der Wahnsinn, hey. Glory Hole, hey. Oh. Ja klar, da schaut nichts gut aus, egal wie gut es ist. Ja.